Hallo meine Lieben, heute mal ein kleiner Tipp zum Thema Kommunikation. Eigentlich gibt es zwei Grundregeln. Es gibt noch viel mehr Regeln, aber wir konzentrieren uns heute mal auf die zwei. Faktische Kommunikation nur schriftlich, emotionale Kommunikation bitte nur mündlich. Warum? Ihr möchtet nicht eine 7-minütige Sprachnachricht auf WhatsApp haben, wo Termine, Zeiten, irgendwelche Briefings runtergebetet werden. Das ist Quatsch, was braucht man immer schriftlich. Ja? Ihr möchtet aber auch nicht, dass jemand mit euch über eine Textmessage Schluss macht. So, das sind jetzt so die zwei extremen Beispiele. Aber wir merken halt heute, weil wir die Möglichkeit haben, so viel zu kommunizieren, halt ganz viel Bollocks zu kommunizieren, nämlich einfach Zeug, was kein Mensch braucht. Und es macht viel mehr Sinn, wenn man ein Problem mit jemandem hat, da persönlich anzurufen oder sich zu treffen und das zu klären, bevor ihr 3000 Mails hin und her schreibt oder WhatsApps oder weiß der Kuckuck was. Und hinterher ist man noch viel verwirrter als vorher, weil nämlich dieses Stille-Post-Prinzip auch wieder ganz viele Missverständnisse erzeugen kann. Das hat jeder von euch schon mal erlebt. Die ganze Sache hat natürlich einen Haken. Wenn man telefoniert, wenn man spricht, muss man in dem Augenblick eine Entscheidung fällen. Ja? Da muss man halt, naja, zu seinem Charakter stehen und auch zu dem stehen, was man vielleicht gesagt hat. Das ist vielleicht nicht immer angenehm, schult aber euren Charakter. Also macht das. Dann entwickelt ihr wirklich eine reife Persönlichkeit und hört mit diesem Kindergartenscheiß auf. Und bei faktischer Kommunikation sieht es genauso aus. Ja? Möglichst wenig Information, nur das Wichtigste, das schön strukturiert und dann liest sich das auch jeder durch. Ja? Briefings oder irgendwelche Informationsblätter mit 5 Seiten liest sich niemand durch, könnt ihr vergessen. Ihr müsst alles auf eine DIN A4-Seite packen, maximal, und das schön strukturieren, mit einer Schrift größer als 10, 11, sowas. Und dann wird das auch gelesen. Ja? Also es muss halt auch gut aussehen, die Form macht da auch sehr viel aus. Also faktische Kommunikation nur schriftlich, emotionale Kommunikation nur mündlich. Das war's für heute, euer Manuel. Ciao, ciao.